Hallo ihr Lieben, ich möchte euch jetzt hier mal die Kurzversion dessen zeigen, was man tun kann und tun muss auch, damit ihr von den BNBs, die ihr in eurer SmartSteps Wallet drin habt, dann auch den Affiliate-Schuh kaufen könnt oder auch einen Nicht-Affiliate-Schuh, also einen reinen virtuellen Schuh. Die Unterschiede sind, Affiliate bedeutet Partner und wenn ihr Partner seid, dann könnt ihr selbst euren Link weiterteilen, so wie das, was wir jetzt hier gerade miteinander machen werden, bald. Und ihr bekommt Provisionen, wann immer diejenigen, die über euren Link registriert sind, sich neue Schuhe kaufen. Und die muss man ja auch kaufen, weil sich ja auch die virtuellen Schuhe ablaufen. Also dadurch habt ihr kontinuierliche Provisionseinnahmen, weil man kontinuierlich nachkaufen muss, damit der Wert der Schritte wertvoller wird. Der wird wertvoller über die reinen virtuellen Schuhe, ohne Partner zu sein. Man kann aber auch als Partner Schuhe kaufen und den Schritt wertvoller machen und kann dann über die Käufe der registrierten Teampartner, die man hat, kontinuierliche Einnahmen haben. Deshalb habe ich euch angeboten, dass ich euch den 49 Dollar Silberschuh als Partnerschuh, als Affiliate-Schuh kaufe, damit ihr als Partner in meinem Netzwerk eingeschrieben seid. Einfach weil sich die Menschen meistens wohler fühlen, wenn sie im Partnernetzwerk unterstützt werden und es dann lieber weiterteilen. So, und dazu braucht es die Anbindung oder die Verbindung von beiden Applikationen. Als ihr das SmartSteps, die Applikation, die App von SmartSteps installiert habt, wurdet ihr im ersten Schritt gefragt, ob ihr eine Wallet kreiert oder ob ihr sie importiert. Ihr habt sie wahrscheinlich kreiert, wenn es ganz neu ist. Und das sieht man hier oben an der Adresse. Also hier ist eure Adresse von eurer Wallet. Oder ihr habt schon eine Trust Wallet gehabt und habt diese importiert. Das ist das, was ich gemacht habe. Und die sind in dem Sinne schon miteinander verbunden. Ihr müsst jetzt nur Trust Wallet als zweite Applikation installieren. Und das geht, indem man eben zum Beispiel bei Google Play Store hier bei Trust Crypto Wallet schaut und dann kommt man quasi auf den Bereich, wo ihr installieren könnt. Die ist wirklich eine der sichersten Wallets, also das ist etwas, wo man jetzt keine Bedenken haben muss. Ne? Und ihr seht hier, ich habe in meiner Trust Wallet so einiges rumliegen. Man kann auch mehrere Accounts in einer Trust Wallet haben. Ich habe den und den meiner Tochter hier. Und man kann natürlich von diesen ganzen vielen verschiedenen Währungen, die es gibt, über 30.000 Kryptowährungen, kann man hier viele, viele, viele in der Trust Wallet liegen haben. Ich habe unter anderem, also ich schicke hier Bitcoin drauf, die ich mir kontinuierlich auszahle von einer anderen Krypto-Investment-Plattform. Und hier haben wir den BNB, aber also den gelben mit weiß. Und ihr seht, es gibt auch einen schwarzen mit gelb. Und es geht bei SmartSteps um den BNB Smart Chain in der Smart Chain, im Netzwerk der Smart Chain. Und da seht ihr, da habe ich momentan die 861 drauf. Und wenn wir das jetzt hier wegklicken und schauen mal hier hinein, dann sehen wir, wenn ich das hier mal aktualisiere, dass ich 68 Schritte habe. Das ist jetzt ziemlich irrelevant, aber ihr habt gerade gesehen, es hat sich aktualisiert und ich habe auch 8,64 Dollar auf meinem BNB-Kontostand. Und daran erkennt ihr, die Smart Wallet, die spiegelt euch eigentlich eure Trust Wallet. Deshalb habt ihr am Anfang eigentlich eine Trust Wallet kreiert, als ihr die Smart Steps App eingerichtet habt. Ne? Das ist vielen nicht so ganz klar, wenn man das erste Mal macht. Und es ist auch überhaupt gar kein Problem, weil ich euch die Sachen deshalb erkläre. So. Und ihr seht, das ist hier nahezu identisch. Ne? Also die Kurswerte, die schwanken ja ein kleines bisschen. Und es ist eben der Fall, dass wenn ich jetzt hier 8,61 habe bei den BNB als Dollarwert und dann hier rüber klicke, dann habe ich hier noch 8,64. Aber in dem Moment, wo ich das aktualisiere, wird sich das eventuell schon angleichen, weil eben auch dort die Kursschwankungen gespiegelt werden.
Ne, hier werden sie es momentan nicht. Gut, okay, müssen wir jetzt keine Zeit verwenden. So, und ich könnte hier natürlich alle möglichen Token mit importieren, wenn ich die Token-Adresse mir aus dem Trust Wallet hole, aber dann wird es ja nur so unübersichtlich, wie das dann in meiner Trust Wallet ist, ne? Mache ich nicht, weil ich das sehr schön finde, dass ich hier nur in der Smart Steps Wallet sehe, was für Smart Steps relevant ist. Und das sind die USDT-Werte und die Bolt-Ticks. Das ist das, was wir hier erlaufen. Und die BNB, in die wir das dann tauschen können. Ne? Also wenn ich jetzt hier meine Boltis habe, dann kann ich die ja hier swappen. Wir machen das mal miteinander. So, wir wissen, ich hatte viele, 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 ne? 10.340, weil ich ja so viel gelaufen bin. Und da möchte ich jetzt gerade mal 10.000 Boltics davon swappen. Die sollen auch BNB werden. Hier wird es nochmal abgefragt. Dann bestätige ich. Dann muss ich hier nochmal bestätigen. Dann confirm, also bestätige ich auch nochmal, dass ich das getauscht haben möchte. Transaction confirmed. Und jetzt seht ihr, ich habe nicht mehr die 10.340 Baltics, sondern nur noch 340. Dafür hat sich aber mein BNB-Wert erhöht, weil ich das ja gerade intern geswappt, also getauscht habe. Und es ist eine tolle Sache. So, und jetzt geht es darum, ich hätte ja hier mit den 12,43 $ immer noch nicht genug, damit ich mir nächsten Affiliate-Schuh kaufen könnte. Brauche ich nicht, ich habe ihn ja schon. So, und wir gehen jetzt an den Punkt, dass wenn ich euch die 49 $ geschickt habe auf euer Wallet, dann seht ihr das zwar im Smart Steps Wallet, ihr könnt damit aber in der App nicht den Schuh kaufen. Das ist etwas, das tut ihr in der Trust Wallet über den Browser, weil hier Smart Steps schon weil ich das schon kopiert habe. Ich zeige euch das, damit es jetzt für euch einfacher verständlich ist. Also damit kann ich mich jetzt über den Trust Wallet internen Browser in meinen Account einwählen. Und da seht ihr, ich habe nicht einen 49 $ Schuh, sondern einen 222er Schuh. Und weil ich schon Partner habe und die sich auch Schuhe gekauft haben, habe ich hier schon insgesamt 63,30 $ an Partnerprovision zurückbekommen für die Käufe der Schuhe von meinen Partnern. Und das ist eben das, was auch sehr großen Spaß macht, ne? Und ich kann jetzt hier, also ich könnte mir jetzt hier alle möglichen Schuhe dazu kaufen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier auf den 440er upgraden und das würde ich jetzt hier über die Wallet meines Sponsors tun. Also das hier ist ja meine Upline, derjenige, bei dem ich gekauft habe und könnte jetzt einfach hier auf 444 gehen und könnte auf den nächsten Rang steigen, weil ich quasi zu den 222, die ich schon bezahlt habe. Ich habe das auch in Steps gemacht. Ich hatte auch aus den 49er Silberschuh, dann habe ich 50 dazu gezahlt, dann hatte ich den Goldschuh, dann habe ich nochmal 123 dazu gezahlt, dann hatte ich den Diamond Schuh und jetzt könnte ich auf, ich glaube, Red Diamond, ne? Genau, der nächste Rang wäre Red Diamond. Da könnte ich jetzt dazu kaufen, hier mit meinen 444. Das würde dann abgefragt werden und dann wäre ich in der nächsten Stufe. Das, was ihr tut, ihr habt ja auch an dieser Stelle hier, habt ihr meinen Link eingetragen. Ich zeige das mal kurz. Ich habe hier, so, ich habe hier, Entschuldigung, ich habe hier eine liebe Partnerin dabei und der schicke ich, dann zum Beispiel das noch dazu und erkläre ihr gerade, was wir hier tun. Und sie hat das dann auch bekommen. Bei Trust Wallet müsst ihr euch natürlich immer wieder einwählen, weil es ja sicher sein soll. So, und dann würdet ihr das, was ich euch gerade zugeschickt habe, diesen Affiliate-Link, also mein Affiliate-Link, den würdet ihr hier oben eintragen. Und dann würdet ihr genauso wie ich an diesen Punkt kommen, dass ihr euch jetzt erstmal auf der Website einwählen könntet. Damit ist man sozusagen auf der Website. Und es klappt erstmal nicht. Und dann dreht sich der Schuh und dreht sich und dreht sich und dreht sich.
Dazu müsst ihr unbedingt noch hier das Netzwerk wechseln. Ihr müsst auf BNB Smart Chain, ne? Weil alles in der Smart Chain läuft. Und dann geht es auch nicht sofort los. Dann müsst ihr Reload machen. Und dann seid ihr an der Stelle. Und dann steht bei euch erstmal noch nicht 222, weil ihr es ja noch nicht gekauft habt. Ihr geht dann hier bei Affiliate Fit auf 49 Dollar. Das ist der Wert, den ich euch zugeschickt habe. Damit ist eure Trust Wallet ja geladen. Und dann seht ihr, solltet ihr sehen, dass es mein linkes Bein ist. Man hatte mein linkes und ein rechtes Bein. Und ich möchte euch, je nachdem, was ich euch zuschicke, wird dann voreingestellt, ob ihr im linken oder im rechten Bein in mein Partnernetzwerk reingebracht wird. Und dann könnt ihr auf Register klicken. Das wird dann meine Wallet sein hier. Ich mache das jetzt nicht, weil ich mich ja dann sozusagen mit einem Schuh, der nicht passt, bei meinem Sponsor eintragen würde. Ich klicke jetzt da nicht drauf, ich erkläre es euch einfach. Also ihr geht bei Affiliate auf die 49. Es wird das linke oder rechte Bein sein, je nachdem, was ich euch zugeschickt habe. Bei Sponsor Wallet wird meine Wallet drin eingeschrieben sein und dann klickt ihr auf Register. Und dann werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr wirklich für 49 Dollar diesen Schuh kaufen wollt. Ihr müsst es nochmal bestätigen. Und dann tut ihr das und dann sollte danach, nach ein paar Minuten, sollte dann hier 49 Dollar erscheinen. Und wenn ihr das habt, dann solltet ihr auch sehen, dass hier bei Current Rank steht, dass ihr Silver seid, nicht Blue Diamond, sondern Silver. Und dann könnt ihr, so wie ich, auch die Prozente über zukünftige Schuhverkäufer haben, wenn ihr das weiterempfehlen wollt. Ihr würdet dann hier, wo Left Link, Right Link steht, habt ihr dann hier euren eigenen Referral Link. Ihr habt gesehen, copied successfully, weil ihr jetzt links oder rechts kopieren könnt. Und das ist das, was ihr dann euren Partnern schickt, damit sie auf diese Seite kommen und dann eure Sponsor Wallet Address bei euren Partnern hier erscheint, ganz automatisch, ne? Und dann können diejenigen entscheiden, ob sie einen 49 Dollar Schuh kaufen wollen von ihrem Geld oder einen 2222er. Dann rockt es natürlich noch mehr. Oder ob ihr ihn sponsert und ihr schickt ihn so, wie ich es eventuell getan habe, 49 Dollar voraus auf die Trust Wallet in BNB, damit sie das dann jetzt kaufen können. Ne? Und dann geht die ganze Sache weiter. Und dann zeige ich euch jetzt hier nochmal Desktop Mode. Also man kann das jetzt auch umstellen, dass es aussieht wie auf einem Laptop und da habt ihr zum Beispiel hier oben den Binary Tree und so sieht das dann aus, damit ihr auch einfach noch kurz versteht, wie das mit dem linken und rechten Bein ist. Also man hat dann hier eben immer sein linkes und rechtes Bein. Ne? Das ist meine Wallet hier. An dieser Wallet sehe ich, dass mein rechtes Bein wesentlich mehr Umsatz hat als mein linkes Bein. Man unterstützt immer das schwächere Bein und trägt sozusagen für die Registrierungen immer unter dem schwächeren Bein ein. Deshalb habe ich jetzt erstmal links benutzt. Und dann seht ihr, wie sich euer Baum aufbaut, euer Partnerbaum. Ne? Also ich habe rechts schon ganz viele Leute, die schon sehr viele Leute unter sich haben. Deshalb muss ich mein linkes Bein aufbauen. Und das bedeutet hier unten drunter sind noch die nächsten Plätze frei. Deshalb verschicke ich den linken Bein-Registrierungslink, damit ich auch meinen Partnern helfe. Also ich habe ja quasi mein linkes und rechtes Bein voll in dem Sinne. Ne? Aber ich unterstütze jetzt meine Partner, dass wenn die noch niemanden gefunden haben oder die sich noch nicht wohlfühlen, damit das weiter zu empfehlen, weil sie es erstmal testen wollen, wenn ich den Registrierungslink vom linken Bein verschicke, dann bauen sich hier unten drunter jetzt, also hier ne, an diesen Stellen, dann werden die Leute dann dort registriert. Also dann kommt dann hier bei der linken Seite, ist links und dann wird bei links rechts aufgefüllt und danach geht es dann weiter mit den anderen. Und so baut sich das dann auf und so bekommt ihr aus den Tiefen auch Provisionen. Und wisst, warum ihr das gerne tut. Also nicht nur das Laufen, sondern dass ihr es auch gerne weiterempfehlt, dass mit den virtuellen Schuhen eure Schritte ja wertvoller werden. Also ihr erwerbt ja hier bei den Boltis
Also ihr lauft immer die gleichen Schritte, aber eure Schritte werden wertvoller. Also ihr habt ja dann den Schrittwert von 1 zu 1 in dem Moment, wo ihr einen virtuellen Schuh kauft. Als Free-User habt ihr ein Verhältnis von 1 zu 1000. Also dann erwerbt ihr einen Bolti mit 1000 Schritten. In dem Moment, wo ihr einen Affiliate-Schuh kauft für $49 oder auch einen von den Nicht-Partner-Affiliate-Schuhen, sondern für $10, erhöht sich der Schrittwert gleich auf 1 zu 1 und ihr könnt dann eben, so wie ich hier, dann auch die Boltis claimen. Ne? Also ich habe das heute schon getan, deshalb kann ich es nicht nochmal machen. Ne? Ich habe die 5100 schon geclaimt, deshalb sind die im Pending. Aber die werden mir dann über einen Tag gut geschrieben und dann werde ich hier in meinem Wallet dann bei den Boltics mehr dazu bekommen, nämlich die 5000 Boltis, die ich geclaimt habe. Und dann habe ich wieder 5340 Boltics. Und die wiederum werden dann einen Wert von ungefähr $2,75 haben. Das ist jetzt bei den 5000 Schritten nicht viel. Da kann man noch nicht mal das Essen davon kaufen. Aber ihr seht, ich hatte an den anderen Tagen durchaus 12.000 Schritte. Also ich kann mit meinem 222er Schuh jetzt pro Tag 10.000 Schritte erwerben. Und da das Projekt ja auch noch wirklich in den Kinderschuhen läuft, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich in den Babyschuhen, ist es ja auch so, dass der Wert des Boltics momentan ja noch gering ist. Aber wenn das Projekt wirklich läuft und massenweise von Millionen Nutzern benutzt wird, dann ist es nicht unmöglich, dass der Wert des Boltics auch entsprechend steigt. Also dass der auch wirklich dann einen viel höheren Wert bekommt und damit eure Schritte auch nochmal wertvoller werden, ne? Und es wird auch überhaupt nichts schaden, dass wenn ihr das gar nicht braucht und nicht konvertieren wollt und nicht wechseln wollt, eure Boltics, dass man die auch einfach hält und abwartet, ob der Kurswert steigt und sich dann freut, dass man jeden Tag ungefähr 10.000, nicht ungefähr, sondern ja 10.000 Schritte dazu erwerben kann mit dem 222er Schuh und die einfach ansammelt und die dann hier in seinem Wallet hat. Und ihr wisst jetzt, es ist auch auf dem Trust Wallet. Wenn wir jetzt hier noch mal kurz ins Trust Wallet hineinschauen, dann gehe ich hier wieder aus dem internen Browser raus und gehe hier wieder zurück aufs Wallet. Und dann sehen wir ja, hier ist wieder der Spiegel da. Ich hatte 10.340, bis ich sie geswappt, getauscht habe. Die 10.000, die weg sind. Deshalb habe ich wieder nur 340. Ne? Also ihr seht, es ist identisch der Spiegel eurer Trust Wallet mit der internen Wallet in der Smart Steps App. Also die sind eben nur miteinander verbunden. So, und jetzt ist wahrscheinlich für euch der ganz wichtige Punkt. Ich hoffe, dass ich euch erklären konnte, wie das miteinander arbeitet. Der wichtige Punkt wird für euch sein, dass ihr die Trust Wallet installieren wollt und dann wird gefragt, habt ihr eine? Und ihr wisst ja wohl, ich habe eine, nämlich diese mit der Adresse, die hier ist. Dann könntet ihr versuchen, ob ihr eventuell über die Adresse eure Wallet importieren könnt. Deshalb kann man hier draufklicken und ihr seht, da wird die Adresse in die Zwischenlage kopiert. Manchmal reicht es aus. Falls nicht, dann geht ihr auf dieses Zeichen oben. Ich sage es nochmal, hier dieses Zahnrad. Und bei Security und Privacy kommt ihr hier an dem grünen Bereich, an die Secret Recovery Phrase, die sogenannte Secret Phrase oder Seed Phrase, also die 12 Worte. An die kommt ihr heran, wenn ihr das Passwort eingebt, was ihr für eure Smart Steps Wallet ausgesucht habt. Das habt ihr am Anfang ausgesucht und hoffentlich irgendwo aufgeschrieben oder ihr kennt es sowieso auswendig, weil es euer Hauptpasswort ist. Das tippt ihr hier ein und wenn ihr das macht, dann zeigt euch die Smart Steps App die Seed Phrase der Trust Wallet, die ihr angelegt habt, als ihr Create Wallet geklickt hattet und noch gar nicht wusstet, dass ihr euch eine Trust Wallet angelegt habt. Ne? Ich kann es jetzt nicht machen, weil ihr ja damit dann die Secret Phrase meiner Trust Wallet hättet und das möchte ich natürlich nicht, damit die meins bleibt und nicht von der internationalen Community benutzt werden kann. Und damit versteht ihr ja auch gleich, das ist das oberste Prinzip, not your keys, not your coins.
Also es bedeutet, diese 12 Worte, die sind ja immer der Schlüssel zu eurer Wallet. Die behaltet ihr für euch und ja, behaltet sie eventuell nur für euch oder ihr tauscht sie oder teilt, nicht tauscht, tauscht sie niemals. Ihr teilt sie wirklich nur mit der Person, die jetzt, ich sag mal, im erbrechtlichen Sinne berechtigt sein soll, eure Wallets zu verwalten. Aber damit können sie natürlich auch jederzeit abgeräumt werden. Gut, so, ich denke, ihr habt das alles verstanden, hoffentlich. Ich weiß, das ist ziemlich viel, wenn man neu ist, aber schaut euch das einfach so oft an, macht Pausen, Step by Step, bis ihr hinterherkommt. Und falls ich noch irgendeinen logischen Fehler dabei habe, weil ich euch jetzt etwas zeigen konnte, wo ihr in einem bestimmten Schritt noch hängt, also wo ihr noch irgendetwas machen müsst, schreibt mir einfach, stellt eure Fragen, schreibt mich auf YouTube an oder stellt mir eure Fragen in Telegram am liebsten. @digifempreneur ist mein Telegram-Account und dann können wir uns da ganz zügig miteinander durchfusseln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, weil ich nach wie vor total begeistert bin davon, dass man gesund, also man hält sich fit dadurch, dass man Geld erarbeiten lässt über Körperkraft. Also ich finde nach wie vor diese Idee wundervoll von Smart Steps. Ich freue mich so sehr, dass das Projekt läuft mit dem Baltics-Token. Also es ist der sogenannte Gesundheitstoken, weil man ja beides miteinander sinnvoll verbindet. Zu sagen, also jawohl, du kannst Baltics erwerben, aber du musst dazu eben pro Tag auch deine 10.000 Schritte laufen. Man kann das auch als Free-User machen, dann dauert es eben nur länger oder man bekommt weniger Baltics. Man kann aber eben auch sagen, ich steige ein ins Fitnessprogramm, jawohl, ich möchte meine 10.000 Schritte wirklich immer wieder tun, damit ich fit bin und dafür mich selbst auch vergüten. Also ihr vergütet euch quasi selbst durch diese Möglichkeit und seid eben auch angehalten, pro Tag eure mehr als 10.000 Schritte zu machen, wenn man den Diamond-Schuh hat mit 222. Bei 49 Dollar sind es weniger Schritte. Es ist, ich glaube, es sind 5.000 Schritte für 49 Dollar Silberschuh. Bei Goldschuh sind es 7.500 Schritte pro Tag und beim Diamondschuh sind es 10.000 Schritte pro Tag und es steigert sich natürlich noch. Also man kann sich sozusagen noch fitter motivieren, indem man sich noch mehr belohnt dafür. Und dass das so wundervoll ineinander greift, finde ich wirklich eine ganz tolle Aufgabe. Eine ganz tolle Sache, die da umgesetzt wird und eine tolle Vision. Ja, und deshalb erkläre ich euch das mit Begeisterung, weil ich finde, davon braucht es wirklich sehr viel mehr auf der Welt und dass es das gibt, ist eine wundervolle Sache. Deshalb unterstütze ich das gerne und freue mich auch ganz, ganz doll, dass man beim Mitteilen, wie die Welt gesünder wird und sich dabei auch selbst unterhalten kann, ja, dass man dafür wiederum auch vergütet wird als Partner, weil ja dann auch die Partnerprovision zurückfließen über den Schuhkauf. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, ist es auch vollkommen normal. Falls ihr neu dabei seid, dann fragt mich einfach oder kommt mit in die Zooms hinein. Ich werde auch regelmäßige Smart Steps Zooms für Digifempreneur stellen, damit wir uns da live miteinander über Fragen austauschen können, damit es einfach Klick macht. Ne? Ihr habt es vielleicht schon 3-mal gehört von mir oder 7-mal und trotzdem braucht es noch den persönlichen Live-Kontakt, damit so richtig Klick einrastet im Kopf und im Herz und man sagt, ah ja, jetzt ist es da. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich laufe jetzt noch mal ein paar Schritte, damit wir sehen, der Schrittzähler funktioniert. Manchmal braucht es ein kleines bisschen, ehe er dann anspringt, aber er tut's und dann zählt er auch entsprechend. Oder er zeigt euch sofort, er springt sofort auf das, was er schon mitgezählt hatte. Gut, habt einen wundervollen Tag, habt eine wundervolle Woche. Ich hoffe, das hat euch jetzt hier viel gebracht und genützt.